IC2 Dresden-Hamburg um 10.30 Uhr, 766.2 dB PBZFA von der Deutschen Bahn, 290,8 Tonnen, schwer 5 Wagen und 124,5 Meter lang auf der Strecke Dresden-Hauptbahnhof Riesa. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Simulator 2, Train Simulator 3, der Danny spielt das. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und müssen hier natürlich als allererstes mal den Zug aufrüsten. Das heißt, Zuglichter, Pultleuchten ein. Das haben wir soweit. Wir müssen natürlich noch die Zugsicherungssysteme einschalten. Ist ja völlig klar. So. Das haben wir soweit. Die Versicherung ein und PZB ein. So, wären wir soweit. Bremsschlüssel machen wir ein. Den machen wir nach vorne. So, dann zeige ich euch noch kurz den Wagen, beziehungsweise den Zug. Das wäre unser IC2. Ist auch mal was ganz was anderes. So, Fahrgäste einsteigen lassen brauchen wir anscheinend nicht mehr. Dann würde ich sagen, auf geht's. 43 Kilometer bis Riesa. Auf geht's. Wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Befreiung. So, nächste Station dann Riesa. Wie war? So, IC2 fahren ist jetzt auch mal was Schönes. Bei Train Simulator 3 gibt es nicht so oft. Und, ja. Aber was ganz was anderes, finde ich. Wunderbar, wunderschön. War nach wie vor 60. So, dann dürfen wir gleich 80 und dann 100. Auch sehr, sehr schön. Endlich mal die Geschwindigkeit. Wunderschön. Wunderschön. Gut gesehen, Fernlicht, das brauchen wir wirklich nicht. So, sieht schon viel besser aus.
Fahren hier durch Dresden, durch sämtliche Stadtteile von Dresden. Dresden Mitte, Dresden Neustadt und so weiter. Auf dem Weg nach Riesa. Das ist hier Dresden Neustadt, wie ihr unschwer erkennen konntet, rechts auf dem Riesenschild. Wäre jetzt nicht unbedingt zu übersehen. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur geil. So, so langsam kommen wir dann gleich auf Reisegeschwindigkeit. Ist jetzt der Fall. Traumhaft. 160. Haben jetzt auch nicht unbedingt den größten Zeitdruck. Also keine vorgegebene Ankunftszeit, wann wir denn da sein sollen. Also es gibt uns etwas Entspannung. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich einigermaßen pünktlich an unser Ziel kommen. Allein schon wegen der Fahrgäste. Ist ja gar keine Frage. So, dann bin ich mal gespannt, wie sich das Wetter verhalten wird. Das ist übrigens ein Szenario. Das ist so im Fahrplan-Szenario und im Karriere-Szenario oder Karriere bei den Karriere-Szenarien nicht geben wird oder gibt, sondern ein Szenario aus dem Creators Club. Das ist dort zu finden, auf der Strecke Hamburg-Lübeck, beziehungsweise nicht Hamburg-Lübeck, was erzähle ich denn da? Dresden-Riesa. Dafür ist es notwendig, diese Lackierung hier zu haben, also die IC2 oder die IC-Lackierung. Dann ist, könnt ihr euch dieses Szenario runterladen, kostenlos bei RailSim. Und dort müsst ihr das dann installieren. Für das Repaint braucht ihr den Livery Manager und wie das dann im Einzelnen funktioniert, nehmt ihr dann den jeweiligen Readmes. Und ja, wenn ihr das dann soweit installiert habt, könnt ihr dann auch dieses Szenario hier spielen mit der entsprechenden IC-Lackierung. Das sind ganz normale Dostos, wie sie auch im Verkehrsrot gibt. Mit einer 146 hinten dran oder vorne dran, auch in die IC-Lackierung. Und schon fahrt ihr den IC2 von Dresden nach Riesa. Ich finde das mal eine ganz spannende Abwechslung als immer zu denselben Zügen. Das ist mal eine richtig schöne Abwechslung, so ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, sage ich mal. So, wir fahren gleich nur noch 130. Gleich noch 30 Kilometer bis Riesa.
Ist jetzt kein besonderes spektakuläres Szenario, ist ein einfaches Szenario, wo man von, ja, wo man von Dresden nach Riesa fährt. Es geht mir vornehmlich jetzt hier um die Lackierung. Einfach mal was anderes farblich. So, das hätten wir da auch erreicht. Wunderschön. Ich liebe es, wenn sich der Zug so in die Kurven legt. Das ist einfach nur geil. Ich mag das einfach. Wunderschön. Ich schaue gerade mal, ob hier viel los ist. Na, kann ich jetzt nicht erkennen wegen dem Sitz. Aufstehen will ich nicht. Na, schauen wir in Riesa nach, ob der Zug voll ist. Leider bisher überhaupt noch kein KI-Verkehr gesehen hier auf der Strecke. Ich hoffe, das kommt noch. In Dresden stand ja auch einiges rum. Aber ich bleib dabei. Mir gefällt der IC1 einfach viel, 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 viel besser. Der IC2 ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Aber meine persönliche Meinung, der IC2 kann da locker, kann da nicht mithalten. Also der IC1 wird immer mein Favorit bleiben. Unter den ICs. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, weil jeder einen anderen Geschmack. Von daher will ich da niemanden reinreden. Ich gebe euch nur meine persönliche Meinung wieder. So, noch 25. Dann sind wir in Riesa. Wunderbar. Oh, 120, jetzt wird es ein bisschen gebremst hier. So. Mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wunderschön, wunderschön. Es ist einfach nur wunderschön. Ich liebe dieses Bild, ich liebe es einfach.
ne, sich der Zug so in die Kurve legt und man schön von der Spitze des Zuges ans Ende des Zuges schauen kann, auch als wenn man jetzt im realen Leben mit dem Zug fährt und fährt meinetwegen mit einem IC oder mit einem ICE und hat 11 Wagen, sagen wir mal, und sitzt ziemlich vorne und ja, sitzt dann, also fährst praktisch rückwärts und wenn du dann so ein bisschen aus dem Fenster schaust, so ein bisschen den Kopf an die Scheibe lehnst, kannst du praktisch von deinem Sitz aus hinten auf den Zug schauen. Während du schon wieder gerade fährst, zieht sich der Rest des Zuges noch durch die Kurve. Das ist einfach nur ein wahnsinnig geiler Anblick, also für mich zumindest. Das gleiche geht natürlich auch, wenn du ganz hinten sitzt, vorwärts fährst und dann auf die Spitze des Zuges schaust. Während die sich schon in die Kurve legt, sitzt du noch praktisch auf dem geraden Gleis. Ist einfach phänomenal. Mir gefällt das einfach sehr und ja, weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das einfach spitze. Also ich kann hier leider überhaupt keine Fahrgäste kennen. Überhaupt nicht. Also, naja, schauen wir mal. Aber natürlich. Noch gerade, ja, ich wollte doch sagen, 160 habe ich doch vorhin gesehen. So, 20 Kilometer noch, wunderbar. Gegend hier ist einfach wunderschön. Da wären wir ein bisschen schnell. Sind wir auch schon fast da. Allzu lange dauert es nicht mehr.
Weiß gar nicht, fährt der IC2 eigentlich im realen Leben von Dresden nach Riesa? Oder überhaupt auf dieser Strecke? Klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Übrigens, könnt ihr gerne, wenn ihr Bock habt, Kanalmitglied werden. Schaut gerne mal rein, klickt auf die Mitgliedschaft drauf und dann seht ihr die entsprechenden Mitgliedschaftsstufen und die Preise. Ihr würdet mir damit sehr helfen und mich und meinen Kanal unterstützen. Und das dadurch eingenommene Geld investiere ich dann direkt wieder in Add-ons, in DLCs und in neue Spiele, die ich euch dann gerne, gerne, sagen wir eine Zwangse, warum auch immer. Was kommt davon? Scheiße. Ach, da habe ich den falsch gemacht. Das kommt davon, wenn man zu viel quatscht. Also wie gesagt, mit dem eingenommenen Geld aus der Kanalmitgliedschaft, das investiere ich dann in weitere Add-ons, in weitere DLCs und weitere Spiele, die ich euch dann wie gewohnt präsentieren werde. Ihr könnt euch da gerne mal informieren, auf meinem Kanal. Klickt euch durch die Mitgliedschaft und seht euch die entsprechenden Mitgliedschaftsstufen an, die entsprechenden Preise. Ihr würdet mir damit enorm helfen. Wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Natürlich habt ihr dadurch auch entsprechende Vorteile, die ihr euch da auch ansehen könnt. Denkt einfach mal drüber nach, klickt euch durch und wie gesagt, das dadurch eingenommene Geld investiere ich auf jeden Fall für euch. Also ihr würdet mir damit sehr helfen und ich wäre euch sehr, sehr dankbar. So, jetzt haben wir noch 10 Kilometer bis Riesa. So, dann sind es die letzten 8 Kilometer bis Riesa in unserem IC2 von Dresden Hauptbahnhof. Können ihn gerne noch mal zeigen. Da steht's. So. Dürfte jetzt auch nichts allzu Ungewöhnliches mehr passieren. Wie gesagt, dieses Szenario gibt es weder bei den Fahrplanszenarien noch bei den Karriereszenarien, sondern im Creator Club oder Creators Club Szenario Entwickler. Dort kann man dieses Szenario finden, wenn man die
dieses Repaint hat für die Justus und die angehängte 146, dann ist dieses Szenario dort zu finden. Beziehungsweise man kann es sich runterladen von der Seite RailSim. Dort gibt es ja kostenlose Downloads, Szenarien-Downloads von Szenario-Entwickler, beziehungsweise ja, Erbauer kann man fast sagen, die diese Szenarien herstellen. Mal mehr, mal weniger gut. Aber es gibt dort sehr, sehr viele Szenarien, die wirklich gut sind mit Ansagen und allem Pipapo. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, diese Seite. Ich kann sie auch gerne am Ende des, am Ende nochmal oder unten drunter nochmal verlinken, damit ihr euch dann dort auch zurechtfindet. So, fahren wir so ein bisschen gemächlich her mit unseren 120. Aber schneller dürfen wir aktuell nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr besonders weit nach oben geht jetzt mit der Geschwindigkeit in den letzten 5 Kilometern hier. Ein bisschen Leistung dazugeben, damit wir nicht stehen bleiben. Wie gesagt, das ist auch kein besonders spektakuläres Szenario, wo jetzt wer weiß, was passiert. Das ist jetzt ein gemütliches Sonntagsszenario, hätte ich schon fast gesagt, im IC2. Einer gemütlichen Fahrt von Dresden Hauptbahnhof nach Riesa. 43 Kilometer an einem schönen Tag. Ich weiß noch nicht mal, welche Jahreszeit das jetzt hier überhaupt ist. Muss ich ehrlich sagen. Aber das spielt jetzt, glaube ich, auch nicht die große Rolle. Hier geht es jetzt einfach nur ums Szenario, um den IC2. So, in 3,5 Kilometer haben wir dann 80 zu erwarten. Das deckt sich ungefähr mit der Ankunft. So, können wir schon mal ein bisschen Leistung wegnehmen. Nicht allzu schnell werden. Es geht hier ein bisschen bergab gerade. So. Die 80 kommt auf jeden Fall vor der Ankunft, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, nehmen wir die Leistung weg, drücken mal ein wenig die Bremse, wenn wir mal langsam auf die Geschwindigkeit, die geforderte Geschwindigkeit kommen. Und 80 Stundenkilometer. So, da ist nämlich wahrscheinlich gleich dann auch schon die Zeit zum Quittieren. Kommt jetzt gleich das gelbe Vorsignal. Das zieht das rote Hauptsignal am Riesa Hauptbahnhof dann oder am Riesa Bahnhof dann nach sich, logischerweise. So, haben wir unsere 80 erreicht. Sehr, sehr schön. Nebendran links die Autobahn. Immer sehr, sehr schön. Wenn man so Auto fährt und dann direkt neben einer Bahnstrecke herfährt, ich finde das immer wunderbar. Weil man, wenn man Beifahrer ist, finde ich das immer richtig schön, wenn man dann nebendran so einen Zug fahren hat. Also ich wollte jetzt mal die SIFA drücken. Wir quittieren. So, wir sollten unter 85 bleiben. Das sollten wir hinkriegen. Da kommt wahrscheinlich gleich auch schon der 500-Hertz-Magnet, der uns anzeigt, dass wir unter 65 bleiben sollen, beziehungsweise unter 64. Auch das werden wir hinkriegen. 60 ist jetzt gleich gefordert. Da sind wir auch drunter. Sehr, sehr schön. SIFA sollten wir aber noch vorher trotzdem noch drücken. Wenn nicht noch vor Bahnhof den Zwangsee kassieren. Und da fahren wir hier langsam und geschmeidig in den Riesa Bahnhof ein. Wunderschön. Wunderschön. Haben wir es. Bleiben Sie unter 62, bin ich doch. Warum habe ich jetzt eine Zwangse kassiert? Egal.
Wir entriegeln die Türen, dann bleiben wir. Ist es halt so, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Wahrscheinlich, weil ich nicht quittiert habe, gehe ich mal stark von aus. Naja. Wir stehen jetzt trotzdem halbwegs am Bahnsteig mit allen Wagen. Wir können also alle aussteigen, es sind überall die Türen los. Außer, ja, es sind wirklich tatsächlich überall die Türen los. Nur die Haltegenauigkeit hat jetzt ein wenig gelitten, aber naja. Das kann man nicht mehr ändern, ist halt so, ist aber auch nicht weiter tragisch. Seht euch das hier mal an. Das ist doch auch sehr nice, oder? Also, gefällt mir. So, und dann wird sich das Szenario gleich beenden, würde ich sagen. Gehe ich mal stark von aus. Türen verriegeln. Und dann war's das. Noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Qualitätssicherung. Wenn wir Gold erhalten. Ach, hier gibt's gar kein, keine Medaillen. Ja, gut, dann ist das so. Ja. 134 Meter Haltegenauigkeit ein wenig ab von der Forderung abgewichen, aber ich denke, das ist halb so wild. Können wir jetzt eigentlich noch zum freien Spiel zurückkehren? Das wäre jetzt natürlich noch. Nee, leider nicht. Dann war es das mit diesem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem nächsten Video wieder. Ich hoffe, dieses kleine Szenario, auch wenn es mal nicht so spektakulär wäre, hat euch gefallen. Ja, auch das ist möglich. Ich wollte euch das jetzt mal ein bisschen zeigen. Ich kann euch ja noch kurz zeigen, wie man da hinkommt. Das werde ich noch kurz machen, damit ihr wisst, wie ihr da hinkommt, wo ich war. Also, es geht hier auf den, hier oben auf den Creators Club. Dann gibt es hier diesen Punkt Online Teilen Hub. Lackierungsgestalter und Szenarioentwickler. Da geht man drauf. Dann habe ich genommen Nahverkehrs Dresden, habe genommen, dann gibt es hier jetzt einmal DB in der 90s. Da steht, da fahren Sie den Zug DB Baureihe 101 und IC-Wagen. 7 Stück beladen von Dresden Hauptbahnhof, Gleis 3 nach Riesa, Gleis 3 ohne Halt zu machen. Und ich habe den IC2 Dresden Hamburg genommen. Fahren Sie den Zug VVO 4 Dostos und BR 146 beladen von Dresden HBF, Gleis 3 nach Riesa, Gleis 3 ohne Halt zu machen. Und je nachdem, ihr seht ihr dann hier auch, Nahverkehrs Dresden, da steht dann drunter 2 von 30 Szenarien spielbar. Hier sind 30, 0 von 30, hier auch 0 von 30. München, Augsburg 0 von 30, Hamburg-Lübeck gibt es ein, da sind wieder 0. Hauptstrecke Rhein-Ruhr sind 0, Mediterrane mit dem LGW sind 0, London sind 0, Rapid-Transit gibt es 2, Main-Spessart habe ich 0, London Underground 0. Rhein-Ruhr-Osten 1 von 30, Rosig 1 von 30, Sand-Patch-Grade 0 von 30, South Eastern High-Speed 0 von 30, Kassel-Würzburg 0 von 30, Schnellfahrstrecke Köln 1 und Taranta-Rampe 0. So, dann habt ihr jetzt auch gesehen, wo es diesen Punkt zu finden gibt. Gibt ja dann hier noch diesen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Züge, zu den Zügen geht, Eisenbahnreisen, da gibt es dann einiger, da gibt es dann auch hier jede Menge, dass man noch erleben kann und erfüllen kann. Fahren Sie durch Bayern und erleben Sie das lebhafte Treiben des modernen Pendelverkehrs in Train Simul 2. Hauptstrecke München-Augsburg. Es gibt natürlich hier Rapid Transit, Rosig, Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Ja, da kann man dann auch noch einige Szenarien fahren. Es gibt das schnelle Spiel. Ach, ist jetzt hängen geblieben. Da könnt ihr dann noch aussuchen, 0 bis 30 Minuten machen sie etwas kürzeres oder 30 Minuten plus machen sie einfach etwas mehr. Da kann man dann auch noch Szenarien fahren, die einem zugelost werden, mehr oder weniger. Und ja, es gibt also einiges zu tun hier im Train Simul 3. Ihr werdet das alles dann in einem der nächsten Videos sehen von bei mir auf meinem Kanal. Und ich sage bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss, euer Dedenny Spieters. Haut rein, habt noch einen schönen Sonntagabend. Und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.